Holy crap, stand da gerade Epic Games? Okay, moin Leute, herzlich willkommen zu Fall Guys Season 4. Ich bin gerade ein bisschen verwundert wegen diesem Stardust-Stream. Da stand gerade einfach Epic Games in der Ecke. Ich muss gleich nochmal den Epic Games Launcher öffnen. Allem Anschein nach gibt es jetzt Fall Guys im Epic Games Launcher. Ich spiele es aber immer noch über Steam. Also ja, Season 4 ist da. Das ist eine Zukunftsseason, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe einen Trailer vor einer Woche oder so gesehen. Also keine Ahnung, als er halt rauskam. Und es sah eigentlich ganz interessant aus. Und der Stardust-Stream, das sieht jetzt auch mal ganz schick aus. Und dieses lange Intro ist endlich mal weg. Ich habe mich nie darüber beschwert, aber innerlich habe ich mich darüber beschwert, immer wieder. Aber keiner hat mich erhört. Warum wohl? Einmal schnell den Controller anschließen. So. Neue Sounds. Interessant. Und wie sieht die Lobby aus? Oh, die Mucke ist ja super. Season 4 ist da. Die futuristische Season 4 von Fall Guys steht uns bevor. Neben einer Fülle futuristischer Kostüme, kosmetischer Teile und Runden werden einige neue coole Features eingeführt. Tägliche Herausforderungen bieten wechselnde neue Ziele mit Belohnungen. Die Truppshows sind ein ganz neuer Modus, bei dem du im Team mit deinen Freunden um den Sieg kämpfen kannst. All das und mehr erwarten dich in neuen Season-Update. Ey, das ist ja richtig cool. Das hätte alles bei Release da sein sollen. Ganz ehrlich, dann hätte Fall Guys einen viel längeren Hype gehabt. Finde ich allgemein richtig schade, dass das Spiel zu kurzlebig war. Aber die Community ist ja immer noch vorhanden. Oh, ist ja super. Ich habe seit dem letzten Video nicht mehr gespielt. Heißt, ich habe in der letzten Season auch wirklich nicht mehr viel geschafft. Was gibt's da? Ist das eine neue Währung, oder? Da unten links bei den täglichen Herausforderungen. Sind das Kronenstücke? Ich kann es mir ganz ehrlich gut vorstellen. Das war ganz cool. Oh, was ist er denn für ein Teil? Haha, sieht ja super aus. Ist das Unterteil von dem? Also wir schauen uns jetzt einfach mal den Season Pass an. Oh, wie cool ist der denn? Haha, nein. Oh, da sieht das richtig super aus. Nein. Oh, das wird mein neuer Main Skin. Laserbohne. Oh, wie cool. Das Schild sieht auch cool aus. Nein! Och, wie cool! Among Us. Haha. Die Bohnen vereinen sich. Gibt es auch Fall Guys Skins in Among Us? Ich spiele Among Us nicht so aktiv. Oh, das ist ja richtig cool. Vor allem noch mit dem Ei auf dem Kopf. Ist das nicht so der typischste Hut, den ich in Among Us kenne? Was ist das? Inkognito. Und ist das ein Ganzkörperanzug? Nö. Ah, ist hier, ne? Ja. Aber da steht auch Spiegel. Ah, das heißt, es werden wahrscheinlich noch mehrere Skins kommen. Ist das hier Inkognito? Keine Ahnung, ob das eine Anspielung auf irgendwas ist. Ich glaube, vielleicht ja. Vielleicht soll ich verstehen. Oh, ist das ein Alien? Oh, mehr Stufen! Also, ist es ein Alien? Ja, aber mehr Stufen. Glitchy-Mode. Super. Faultron Destiny? Was? Oh Gott, der sieht ja mal mega cool aus. Irgendwas Neues im Shop. Frosch am Hals, Bot. Am Hals? Der sieht auch super aus. Raumkreuzer. Oh, das sieht ja richtig funny aus. Die Arme von dem auch. Oh Gott. Ich liebe den Humor dieses Spiels. Ah, oh, stimmt. Den gab es auch schon vorher. Zumindest glaube ich das. Frosch am Hals, das sieht cool aus, der Dude. Oh, gibt es ein neues DLC? Ich habe gerade in den Store geguckt, da war eigentlich kein neues DLC. Nö, bisher auch nicht. Oh, ich finde diesen Skin immer noch sehr süß. Ich weiß nicht, ob es jemals einen Unterteil gab, aber ich finde den ohne Unterteil auch ganz gut. So, hier ist die Truppshow. Belohnung anzeigen. Ah, wenn man gewinnt. Und die Truppshow ist dann leichter? Verstehe ich nicht so ganz. Was ist das hier? Hier lädst du die ganzen neuen Runden aus Season 4. Ja, natürlich nehmen wir das. Aber wie zeige ich mir denn die Belohnungen an? Aber bisschen weird. Individueller beitreten? Gib unten den Code ein, den der Host der individuellen Show geschickt hat. Ah. Das ist wahrscheinlich wie die Custom Games in Dings, Fortnite. Ja, Hauptprogramm wählen wir mal ab. Wir spielen einfach mal nur die neuen Modi. Let's go. Wolkenrennen. Überwinde die futuristischen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ah, okay. Neues Rennen. Verstehe. Oh, das sieht echt super cool aus.
Ah, bin excited, Leute. Season sieht bisher wirklich, wirklich cool aus. Und das Spiel startet dich. Mein Internet ist allgemein im Moment nicht so gut, also ich hoffe trotzdem, es läuft gut. Hallo, geht die Runde mal los. Danke. Boah, holy. Oh, das sieht das super geil aus. Da haben die sich mal ordentlich Mühe gegeben, die Jungs und Mädels von Vollgas-Team. Nein, Pinball-Automat, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich habe da natürlich ein Winter-Outfit dabei. Warum passiert hier nichts? Ach, geht doch. Okay, ich bin gespannt, ich bin massiv gespannt. Da haben viele schon diesen Highskin. Wait, what? Sind ich erst auf Stufe 10? Huh? Ah, man kann besser springen. Oh Gott. Hui. Oh, das ist ja richtig funny. Gott, was ist denn das hier für ein Teil? Ah, blubber. Nein. Oh. Ich gehe einfach mal hier so an der Seite lang. Oh Gott. Was ist das? Ah! Ah, okay, verstehe. Oh, oh Gott. Ah, okay. Bitte, bitte, bitte. Nein! Oh, was für ein Trottel. Nein, doch. Ich weiß nicht, ist das richtig? Oh Gott. Verdammt, ich will es noch, wenigstens durchschaffen. Nehme ich den komplizierteren Weg? Oder nehme ich den Pinball-Automaten? Nein! Verdammt. Gib mich hoch. Warum? Nein! Verdammt. Ich nehme den Umweg. Ich muss den Umweg nehmen. Ist das ein Cuphead-Skin? Wann kam der denn? Nein! Verdammt! Ich habe so viel verpasst. Okay, ich glaube, ich schaff's nicht rein. Egal. Oh, ich schaff's doch rein. Oh, das ist ja so ein cooler Modus. Ach, fick dich, Typ. Fickt euch alle. Ich hasse euch alle. Vor allem so viele haben schon die neuen Skins. Brrr. Und der Cuphead-Skin. Und da hat jemand schon den Among Us-Skin. Was? Was? Ist die Season nicht erst seit heute? Und ist dieser Among Us-Skin nicht bei Stufe 30? Oder kann man sich jetzt Stufen freikaufen? Ich hoffe nicht. Wann hatte ich eigentlich das letzte Mal einen Modus aus Season 2? Oh Gott, Season 2 ist schon so lange her. Rollweg. Lauf über die rotierenden Ringe, um die Ziele zu erreichen. Oh, ist das eine neue Form von Rollfeld, Alter. Nur in einem Rennen diesmal. Oh, das sieht ja super cool aus. Falls ihr es nicht wisst, Rollfeld ist mein Lieblingsmodus. Das ist ja einfach ein Überlebensmodus, auch mit diesen Rollen. Gerne mehr davon. Dass alle schon diese Skins haben, vor allem dieser Among Us-Typ, ne? Das sieht super funny aus. Ah, wieder mit der geilen Mucke. So, läuft doch gerade ganz gut. Das ist wieder Seitenüberqueren an Rollfeld. Nur, dass das jetzt das Hauptelement ist. Jetzt eine Stufe runter. Saugeil. Ganz ehrlich, Potenzial für einen neuen Lieblingsmodus. Das ist super simpel, aber auch super spaßig. Ja, das ist ein geiler Modus. Ein kurzer, geiler Modus. Aber dieser neue futuristische, dieses neue futuristische Rennen ein bisschen länger. Aber hat Spaß gemacht. Ich bin kein einziges Mal verreckt. Freut mich doch. Ah, der Among Us-Typ, der immer noch gefühlt am Anfang ist. Ist das noch der Anfang? Ich hoffe nicht. Nee, es ist nicht der Anfang. Es ist das Ende. Aber ich schaffe es trotzdem nicht. Haha, Loser. Hat sich Stufen freigekauft, obwohl ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, ob man das kann. Hat sich Stufen freigekauft für den Among Us-Skin. Und schafft es trotzdem nicht. Oh nein. Oh, er war Vorletzter. Armer Typ. Schaltkreislauf überwinde. Hindernisse und renne 2 Runden auf der Strecke. 2 Runden? Oh Gott. Was ist denn das? Man muss da 2 Runden rennen und dann hat man's. Ein Rundkurs, das ist auch mal was Neues. Können wir jetzt nicht einfach nach hinten laufen? Ja, wir müssen jetzt 2 Runden laufen, wird keinen Sinn machen. Dann.
Ach nee, so ein Modus. Noch ein Among Us-Typ. Ah, hier kann man auch wieder solche Teile verschieben. Verstehe. Das könnte ein Modus sein, wo ich ausschalte. Da bin ich mal ein bisschen pessimistischer. Wow, was passiert? Oh Gott. Puh. Wieder so ein Teil. Oder auch nicht. Oder auch doch. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Nein, 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 nicht alles gut. Oh Gott. Nein. Nein. Ah, der Cuphead-Typ. Puh. Okay. Ab in die nächste Runde. Runde abgeschlossen. Was geht mit der Mucke ab? Das ist mal richtig kacke. Mucke, raste nicht aus. What? Der ist fertig? Oh Gott. Ich bin gerade erst in der zweiten Runde. Okay, es sind wenig Leute. Entweder das ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Weird Mini Dude. Ernsthaft heißt er so? Das ist ein super Name. Whoop. Komm. Das kriegen wir hin. Please, ich will das hinkriegen. Ja. Nein. Oh, nee. Ach, Mann, Leute. Es lief doch so gut. Qualifiziere dich 10-mal bei Überlebensrunden. Dafür kriegt man nur 350. Warum habe ich eine Krone? Woher kommt die jetzt auf einmal? Hm, weird. Wie kriegt man da immer eine Krone, wenn man spielt? Never. Ah, hier kommt die Krone her. Puh, ich dachte schon. Das wäre schön gewesen. Wie haben diese Leute bis zur Stufe 26 am ersten Tag gespielt? Das ist krass. So weit bin ich nicht mal in der letzten Season gekommen insgesamt. Aber da waren ja zwei Leute, die diesen... Da war auch schon jemand, der diesen Skin hatte. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann geht man mit einem UFO. Den habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, kann man sich Stufen kaufen? Falls ja... Ja, nicht so nice. Das Spiel kostet an sich schon Geld. Keine Microtransactions mehr. Also es gibt Microtransactions, aber... Die sind zum Glück kein Muss. Die sind ja auch nur kosmetisch und man kann sich die Sachen ja auch so oder so freischalten. Also ist es nicht schlimm, aber es trotzdem wäre kacke, wenn man sich Stufen verkaufen könnte, aber ich sehe davon nichts, also bezweifle ich es mal. Also haben diese Leute wahrscheinlich einfach nur den ganzen Tag schon gespielt. Halte ich für wahrscheinlicher. So Leute, das war mein Ersteindruck zu Season 4. Ich persönlich finde ich alles super, also ist wirklich sehr viel Neues. Die Runden an sich sind sehr cool, also alles, was ich bisher gesehen habe, macht viel Spaß. Ich habe die letzte Runde zwar verkackt, aber das ist auch mal was Cooles Neues, dass man zwei Runden absolvieren muss. Das ist was Neues. Und es hat auch Spaß gemacht. Alle Modi hier haben heute Spaß gemacht. Die Herausforderungen, alles sind cool. Die Skins sind richtig funny. Vor allem der Among Us Skin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Vollgas-Video wieder. Das wahrscheinlich die Tage kommen wird, weil ich jetzt eine Menge spielen werde. Ich will einfach mal wieder aktiv Vollgas spielen. Ganz ehrlich, dieses Spiel ist eigentlich so super. Das habe ich auch im letzten Video gesagt und seitdem nicht mehr gespielt. Aber ja, ist wirklich so ein super Spiel. Und ich sehe gerade, ich brauche bis zu Stufe 4 nur 160 Prestige. Vielleicht wurden einfach nur die Kosten der einzelnen Stufen reduziert. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber warum sollten sie das tun? Naja, egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, ihr Vollgas-Freunde.